My name is Gary Renard. Mein Name ist Gary Renard. Ich bin ein Sprecher und Autor aus Amerika. Yeah, the truth will set you free. Ja, die Wahrheit wird dich befreien, aber zuerst wird sie dich ankotzen, weil du sagen wirst, ich will nicht vergeben, sie verdienen es nicht. Deswegen ist Vergebung schwierig, weil wir es so gewöhnt sind, auf eine bestimmte Art zu denken. Wir tun das schon so lange. Es ist sehr schwierig, auf einmal das komplette Gegenteil zu tun und vollständig in den Kategorien Unschuld und Vergebung zu denken. Lasst uns mal annehmen, es gab eine Zeit, in der wir glaubten, wir hätten uns von Gott getrennt, von unserem Ursprung entfernt und einen Bruch geschaffen und eine getrennte Identität, ein individuelles Sein angenommen. Das fühlte sich schrecklich an. Auf einer kosmologischen Ebene empfanden wir eine schreckliche Schuld. Oh mein Gott, was habe ich getan? Denn wenn du scheinbar Gott verlierst, ist es ein ähnliches Gefühl, als hättest du einen geliebten Menschen hier auf der Erde verloren. Was geschieht, wenn jemand, den du liebst, stirbt? Du kannst ihn nicht mehr sehen, du kannst nicht mehr mit ihm kommunizieren, du kannst ihn nicht mehr finden. Er ist verloren und du bist es auch. Es fühlt sich schrecklich an. Das kannst du übertragen auf eine größere metaphysische Ebene. Es fühlte sich an, als hätten wir Gott verloren. Natürlich dachten wir, wir hätten etwas falsch gemacht. Was ist die Idee von Sünde, etwas falsch gemacht zu haben? Wenn du gesündigt hast, was bedeutet das? Du bist schuldig. Und wenn du schuldig bist, wirst du bestraft. Wir glauben, dass wir auf der metaphysischen Ebene bestraft werden und wir glauben auch, dass diese Bestrafung von Gott kommt, da wir etwas falsch gemacht haben. Das erzeugt Angst. Da strömen nun diese Gedanken ein, wo es zuvor keinen getrennten Geist gab. Zuvor gab es nur perfekte Einheit. Kein Angriff, da es nichts anzugreifen gab. Es gab nur Vollkommenheit, das Leben, keine Gegensätze. Das heißt, es gab nur Leben und keinen Tod. Die Welt gibt es ja eigentlich nicht, deswegen musst du ihr auch nicht dienen. Es ist egal, dass die Welt nicht wirklich ist. Deine Liebe ist wirklich und das ist wichtig. Die Liebe ist immer wirklich, die Liebe ist immer wahr. Es macht nichts, wenn du deine Liebe an eine Illusion verschenkst. Alles, was zählt, ist, dass Liebe Wahrheit ist.